Passat. Das ist nach wie vor eine wichtige Nachricht in der Welt des Automobils. Neben dem Golf war er seit jeher das Kernmodell der Marke, bis der Tiguan den SUV-Trend nicht nur beförderte, sondern sich auch an seine Spitze setzte. Inzwischen sind die Märkte deutlich fragmentiert. Für den Passat bedeutet das eine deutlich schärfere Positionierung als bisher, mit Fokus auf Europa und Orientierung nach oben. Der neue Passat ist erstmal ein sehr, sehr wichtiges Fahrzeug für uns. Ne? Über 50 Jahre jetzt schon im Markt, jetzt die 9. Generation. Tolles Fahrzeug, gibt es als normales Verbrennungsmotorfahrzeug, aber auch als Plug-in-Hybrid mit über 100 Kilometer elektrischer Reichweite. Und damit ist es natürlich ein tolles Fahrzeug für Familien, aber auch für Geschäftsreisende, ne, die einfach ein breites Angebot jetzt abdecken. Im Unterschied zum Vorgänger gibt es ihn nur noch als Variant. Die Stufenheckversion ist entfallen. Die Form ist glatt, gestreckt und mit 4,92 Meter Länge erreicht er in seiner 9. Generation fast das Format von BMW 5er oder der Mercedes-Benz E-Klasse. Der Auftritt dabei ist je nach Ausstattungspaket elegant nobel oder sportlich aggressiv akzentuiert. Immer on top natürlich die R-Line mit den markanten Lufteinlässen an der Front. Naja, der Passat, den gab es früher auch als Limousine. Man hat aber festgestellt, gerade in Österreich, dass die Limousinen da nicht mehr so gefragt waren. Und der Kombi natürlich, das jeder haben wollte, weil einfach viel Platz ist. Und deswegen bieten wir den Passat jetzt auch nur mehr als Kombi-Variante an, weil es einfach die beliebteste Variante des Passat ist. In Insiderkreisen wird er als letzte Generation des Passat gehandelt. Stimmt das? Der Name Passat, der steht ja für eine Klasse, kann man sagen. Das heißt, der Passat, der jetzt in der 9. Generation gekommen ist, den wird man auch weiterentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass er auch den Sprung ins Elektrozeitalter schaffen wird, in einer nächsten Generation. Also der Passat, da ist noch lange nicht Schluss. Einen ungewöhnlichen Sprung macht der neue Passat auch beim Thema Interieur. Luftig, großzügig und dank 5 cm mehr Radstand geräumiger denn je. Und mit einem großen Zentralbildschirm, der jetzt so funktioniert, wie man es sich wünscht. Intuitive Bedienlogik mit hochauflösender Darstellung. Themenwechsel zum Antrieb. Hier hat sich Volkswagen schon immer etwas von den meisten Konkurrenzmodellen abgesetzt. Das ist auch beim neuen Passat nicht anders. Das Portfolio dazu ist divers. So zwei Plug-in-Hybride mit 204 PS und 272 PS und ein Mild-Hybrid mit 150 PS sowie drei Turbodiesel mit 122, 150 und 193 PS. Mit den neuen Antrieben wird er auch wieder zum Reichweitenkönig. Rund 1000 Kilometer Gesamtreichweite mit dem Mild-Hybrid, rund 100 elektrische Kilometer mit den Plug-in-Hybriden. Und die Diesel sind ohnehin kaum zu übertreffen. Neuigkeiten gibt es auch beim Thema Fahrwerk und Dämpfung. Zunächst einmal haben wir das DCC Pro, das ist hier auch das Exponat zu dem neuen Dämpfer, der in dem Passat und auch im Tiguan jetzt erstmalig eingesetzt hat. Das ist ein sogenannter Zwei-Ventil-Dämpfer, sieht man hier in den beiden Ventilen, eigentlich bekannt aus der Oberklasse. Und wir sind jetzt die Ersten, die es auch im Volumensegment bringen und ja, unserer Tradition treu geblieben sind, DCC immer weiterzuentwickeln und das DCC natürlich auch bestmöglich dem Kunden anzubieten, damit er halt einfach den besten Komfort, aber auch die beste Fahrdynamik hat. Natürlich ist und bleibt der Passat ein echter Lademeister mit einem Gepäckraum, der sich von 690 Litern auf bis zu 1920 Liter erweitern lässt. Der Passat ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Flottenfahrzeug. Sehr, sehr viele Unternehmerkunden vertrauen schon seit Jahrzehnten auf den Passat. Und das wollen wir natürlich jetzt auch mit der 9. Generation wieder neu auflegen. Das Fahrzeug kommt jetzt auch gerade eben für Flottenkunden sehr interessant mit einem Plug-in-Hybrid, mit einem komplett neuen Plug-in-Hybrid, bis zu 100 Kilometer elektrischer Reichweite, einer DC-Schnelllademöglichkeit. Das heißt, das ideale Fahrzeug, um auch
für Unternehmerkunden Langstrecken hinzulegen, aber trotzdem auch 100 Kilometer elektrisch fahren zu können. Also ich glaube, dass man mit dem neuen Passat und auch gerade mit diesem Plug-in-Hybrid-Motor da wirklich ein super Produkt für unsere Kunden hat. Schon in der Vergangenheit hat sich der Passat immer wieder nach oben orientiert. Etwa mit den Synchro-Modellen der zweiten Generation oder den 6- und 8-Zylindern der fünften Generation. Ein derartiges Rundumpaket aus Komfort, Sicherheit und Effizienz, wie man es jetzt hat, gab es aber bislang noch nicht. Hier noch der Motorisierungsdatencheck.